Nee, warte mal, da würde ich das gerne auch nochmal hier planieren. So. Halt, was mache ich hier? Was mache ich hier? Hier kommt ein Satellit hin, der hier so zum Angucken dasteht. Zack. Dann haben wir hier noch eine Raumkapsel. Ach, hier bauen wir aber alles bloß ebenes Gelände. Na gut, die sind halt dort. Ein Haus. Kommt halt direkt an das Loch. Und was ist das hier? Ein Gebäude. Was aber alles ebenes Gelände erfordert. Dann steht es halt dort. Oh, wir haben eine Wasserachterbahn bekommen. Oh, die ist auch gut. Und dann gibt es ja hier so vereinzelt noch so ein bisschen Zeug. Könnte das ein oder andere hier von dem hier noch reinstellen. Vom Mars-Theming, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. Mars-Objekt hier so unbedingt reinpasst. Jetzt mal dahergestellt, aber so kann man das doch lassen. Jetzt noch der obligatorische Sperrzaun rumrum, dass das auch als eine Arena zu erkennen ist. So, da geht gleich wieder irgendwas kaputt. Quatschschleuder. Ich sehe jetzt nicht so ganz, wo ich überhaupt lang baue. So. Minigolfbahn wird auch gut angenommen. Man könnte ja im Prinzip jetzt hier vorne auf diese freie Fläche noch irgendwie ein dekoratives Element hinstellen. So hier. Das ist fast schon zu groß. Was ist mit dem hier? Das ist auch nicht kleiner. Das kann man halt hier so hinstellen. So. Was war da unten jetzt? Also Bewegungssimulator-Defekt. Ja, 5,80 Euro haben wir im Juli Gewinn gemacht. Ich würde gerne eine Werbekampagne starten. Einfach um noch ein paar Gäste anzuziehen. Und zwar schon 500, aber auch noch 1100. Und wir haben ja auch noch knapp 3 Jahre Zeit, aber ich denke mal, das wird sich gut ausgehen mit unserer Erfahrung, die wir schon haben im Spiel. Wasserachterbahn würde ich eigentlich schon auch gern bauen, weil das ist auch was, was wir meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so oft gesehen haben in irgendwelchen Parks. Aufregende Attraktionen, gucken wir erstmal, was es da jetzt noch gibt. Am 11. August. Ich glaube, ich habe mir jetzt so ein bisschen... Na gut, hier komme ich noch rum, ne? Ja, sonst muss ich das halt hier untertunneln, dann geht halt hier ein Tunnel drunter, der hinten wieder rauskommt, unter der Golfbahn durch.
Was sagen die Leute zur Golfbahn? Ist das Gold, wirklich wert? Das lese ich doch gerne. So, was ist das jetzt? Am 25. August. Es brauchen noch zwei Tage, bis wir es erfahren. So eine Wasserachterbahn. Ist das der einzige große See, den wir haben? Ja, na gut, hier hinten war noch was. Eine Bootsfahrt. Weiß ich jetzt nicht. Na gut, sonst können wir die auch einfach hier fahren lassen. Oder hier sind auch noch verschiedene Seen. Haben wir jetzt hier in dem See eine Wasserachterbahn, die vielleicht auch mit der Wildwasserbahn so ein bisschen kombiniert ist. So ist das wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Und Jetski. Lava-Jetski. Das könnte auch spannend werden. Dann baue ich die Wasserachterbahn hier so rein. Nö, ich nehme den großen See einfach. So, gucken wir mal, wo wir anfangen. Da der Weg hier lang geht. Ich sag mal hier. Eingang, Ausgang. Dann haben wir nämlich mit dem Weg die Option, dann hier hinten weiterzubauen. Hier sieht natürlich mal leicht unrealistisch aus, wenn das Zeug direkt auf dem Wasser steht, aber... Ja, jetzt kriege ich natürlich die Kurve nicht. Kriege ich diese denn so? Ja. Die Frage ist, ob das ja überhaupt so reicht, ne? Komme ich hier jetzt rüber? Hier ein Action-Foto? Nee, gibt's auch nicht. So, ein Jetski ist jetzt verfügbar. Ach, da ist jetzt die Achterbahn im Weg. Wenn ich das eins später baue... Achso, nee, Quatsch, das macht ja keinen Sinn. Ich befürchte fast schon, dass die Bahn eventuell ein bisschen zu langsam sein könnte. Achso, da kann ich auch direkt hier hochbauen. Aber jetzt komme ich jetzt hier nicht weiter, ne? Ich muss hier vielleicht doch mal eine enge Kurve rein. Das passt trotzdem nicht. Schade. Das geht auch nicht. Hat das Ding ein Action-Foto? Nee, hat's nicht. Das ist die spannende Frage, wie ich jetzt hier rumkomme. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier nochmal hoch. Natürlich jetzt sich auch die Frage stellt, ob
der das jetzt überhaupt schafft, dort hoch noch. Ja, genau, so passt das. Aber wie gesagt, die Frage ist, ah ja, man muss ein Wassersplash-Element, das ist ja auch ein bisschen. Hier könnte man noch eins hinstellen. Zum Abbremsen, ja. Mal gucken, wie die Bahn wird. So, jetzt geht's gleich abwärts. Achtung. Da hoch. Uiui, das wird knapp, aber es geht. Na gut, diese Stellkurve da, die können wir so nicht sparen. Und da ins Wasser. Aber ich könnte... Wir könnten das hier wegmachen. Also beziehungsweise den Huckel 1 tiefer. Aber ich glaube, dann müssten wir... das dann so machen. Zum Ende noch mal ein Splash-Element. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die durchkommen. Ich muss sie nochmal speichern. Das hatte ich nämlich ganz vergessen gerade. So, die kommen jetzt hier rum.